Hi, mein Name ist Thomas Züllig. Ich bin gebürtiger Koblenzer, also Rheinländer. Seit Ende der 90er Jahre, 99, 2000, bin ich in Skandinavien berufstätig unterwegs und bin dann in 2009 nach Norwegen umgezogen. Ich bin viel auf Reisen und habe deshalb im letzten Jahr mich entschieden dazu, komplett das in mein Leben in einem Wohnmobil zu verbringen. Ich vertreibe Software zur Einmessung von Beschallungsanlagen auf Konzerten, Theatern, Opernhäuser und so weiter. Und diese Software heißt Smart und ich gebe Kurse zu diesem Thema. Diese Kurse gebe ich in Theatern und Konzerthäusern. Dort kommen dann die lokalen Tontechniker, aber die kommen auch von anderen Ländern zu diesen Kursen hin, weil das ist eine sehr spezielle Geschichte. Ich glaube, der weiteste, der mal angereist kam, der kam aus Katar und aus Jordanien nach Oslo gereist, um dort an den Kurs teilzunehmen. Ansonsten mache ich noch was komplett anderes, also was auf einem ganz anderen Ende des Spektrums ist, und das ist, dass ich im Sommer eine Fishing Lodge, also eine Angelhütte betreibe, wo die Leute zum Fliegenfischen kommen. Fliegenfischen ist das Angeln mit Insektenimitationen auf dort oben eben Forellen. Das kann man auf alle Fischarten eigentlich machen, aber dort oben sind da, also oben in den Bergen, da in unserem Gewässer sind da ausschließlich Forellen und Saiblinge. Das ist sehr, sehr schön dort. In dieser Hütte kann man wohnen und ich habe Platz für insgesamt 6 Leute dort. Also das ist alles sehr intim, koschle, wie man auf Norwegisch sagt. Das ist sehr gemütlich, ohne viel Stress. Und Stress kennt man da oben eigentlich kaum. Ist auch schwierig, weil dort wohnen auch kaum Leute. In dieser Lierne-Kommune, Gemeinde Lierne, wo Skålestrømmen liegt, in Sørli, also in der im südlichen Teil dieser Gemeinde. Insgesamt in dieser Kommune gibt es 0,49 Menschen pro Quadratkilometer. Also einer auf 2 Kilometer. Auf 2 Quadratkilometer. Die andere Statistik, die dann noch ausdrückt, wie dünn besiedelt und natürlich das da oben ist, ist die, dass es gibt 2,5 Seen, also Gewässer, pro Einwohner. Das ist schon sehr spannend. Und da haben wir dann Gäste aus nah und fern, auch internationale Gäste. Es kommen viele Leute aus der Schweiz, aus Österreich, Deutschland natürlich auch, Schweden, Norweger, einige Engländer, auch aus Wales hatte ich schon Gäste da gehabt. Ja, das ist ganz, ganz interessant, und den Leuten da die Natur näher zu bringen. Es gibt dann Leute auch, die haben noch nie geangelt, also die wollen das dann mal rauskriegen, wie das dann so funktioniert. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und es kommen natürlich auch totale Cracks, weil das Gewässer ist einfach unglaublich gut. Also das sind die Menge an Forellen, die es da gibt, die ist unvorstellbar. Das ist interessant zu erleben. Ja, Ende August haben wir dann dieses Jahr die Saison abgeschlossen. Und normalerweise machen wir den September noch durch. Aber dieses Jahr, aufgrund dieser Corona-Geschichten, hatten wir so wenig internationale Gäste, dass wir schon uns entschieden haben, schon Ende August zuzumachen. Von dort aus bin ich dann Ende August, wie gesagt, nach Kvelja gefahren. Das ist in Nordli. Kvelja ist ein sehr, sehr schöner Ort. Der ist bekannt durch eine Theateraufführung, die da jedes Jahr stattfindet. Das sogenannte P-Torscha-Fest. Und dort gibt es eine gute Kfz-Werkstatt, also was für mich jetzt sehr interessant ist. Und die habe ich dann besucht, weil der Sprinter, in dem ich seit letztem Jahr wohne, der hatte ein bisschen Bauchweh im Antriebsstrang. Das Auto ist schon 20 Jahre alt.
Aber ist wie neu eigentlich, ihr könnt das ja auch sehen. Und der Techniker da hat sich das angeschaut und hat dann ein Lager gewechselt, was ein bisschen ausgeschlagen war. Dort habe ich dann übernachtet, an dem dortigen Rastplatz, direkt am Weg, aber das ist ja so wenig Verkehr, dass man da das auch ruhig direkt am Weg machen kann. Die Nacht war sternklar und da konnte ich dann Ende August schon das Nordlicht sehen dort. Obwohl das gar nicht so weit im Norden ist. Das ist ja quasi, wir sagen mit Norwegen, also da in der Mitte. Von da aus bin ich dann nächsten Tag weitergefahren nach Richtung Steinkjer. In Steinkjer sollte ich dann einen solchen Beschallungskursus halten in dem dortigen Kulturhaus. Ich habe mir viel Zeit gelassen für die Reise. Eigentlich sind das nur 2 Stunden, aber ich habe mir 2 Tage Zeit gelassen. Wenn man die Zeit hat, soll man sich die nehmen. Und habe dann auf dem Weg dahin an einem Zulauf des Namsen. Der Namsen ist ein sehr, sehr bekannter Lachsfluss. In einem kleineren Lachsfluss da übernachtet und den Jungs beim Angeln zugeschaut. Ich hatte jetzt keine Lust, selber dann noch loszulegen. Das war der letzte Tag in der Saison und ja, hat auch genug geangelt schon. Das war sehr interessant. Von da aus bin ich dann weiter nach Steinkjer und habe dann da den Tag am Meer verbracht und mir ein bisschen Essen was gekocht da auf dem Lagerfeuer. Da war ein Feuerplatz. Dann war ich 3 Tage in dem Kulturhaus. Ich habe da mein Wohnmobil direkt am Bühneneingang geparkt und habe dann da die 3 Tage in den Kursus gehalten und bin dann Freitag nachdem der Kurs abgeschlossen war, dann nachmittags weitergefahren und zuerst Richtung Namdalseid. Dann habe ich dann auf dem Weg dahin eine Skisprunganlage gefunden, wo ein schöner Parkplatz war mit einer schönen Aussicht und da habe ich dann einen Tag verbracht. Und auch die Nacht. Und von da aus bin ich dann weiter nach Utvorda, da wo ich jetzt stehe. Das ist direkt am Meer. Und hier gibt es einen Campingplatz mit Toilette, also sanitären Einrichtungen, wie man so schön sagt. Die ist auch behindertengerecht. Strom und einen Beitrag von 200 Kronen, den man an die Gemeinde, also an die Nachbarschaftsvereinigung Grendelag dann bezahlen soll. Und das kann man entweder Cash machen, dass man das in so eine Box einwirft und so einen Zettel ausfüllt, oder man kann das auch Vipsen. Also Vips ist die norwegische Handyüberweisungsmethode. Also man kann dann da hat man dann sein norwegisches Bankkonto an das Handy gekoppelt und da kann man dann damit bezahlen. Das macht man inzwischen fast ausschließlich. Das gibt es überall. Das ist unglaublich angenehm. Man muss aber natürlich ein norwegisches Bankkonto und eine norwegische Telefonnummer haben. Das geht leider nicht international. Vielleicht kommt das noch. Wer weiß. Wird ja alles immer digitaler. Ja, wenn ihr euch weiter interessiert für was ich hier so treibe oder Tipps haben wollt oder Fragen habt, dann bitte ich euch, die Webseiten von mir zu besuchen. Also meine thomaszüllich.com, das ist die Webseite, wo der Blog halt drin ist. Da sind auch die Karten nochmal, die Google-Karten verlinkt, wo ich da angehalten habe, wenn ihr diese oder ähnliche Plätze besuchen wollt. Ansonsten noch meine Angel-Webseite, diese Skorleströmmen.no, das ist auch ein Link da oben. Und ja, ich würde mich freuen, von euch zu hören. Und gute Reise. Und ich hoffe ja mal, dass wir uns dann mal hören oder sehen oder lesen oder wie auch immer. Vielen Dank.